willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ja gerade in dem Video zuvor, wo ich die Look Fantastic Box vom Januar geöffnet habe, euch mitgeteilt, dass wir die 300 Abonnenten geschafft haben und demzufolge kommt jetzt hier eine Verlosung. Also, was sage ich dazu? Wenn ihr wissen wollt, was ihr gewinnen könnt, dann bleibt dran, holt euch was zu essen, was zu trinken, Kaffee, Keks, wie auch immer und dann zeige ich euch, was in diesem schönen Karton drin ist. Optisch, wie gesagt, finde ich ihn schon sehr schön. Ich habe auch echt überlegt, ob ich den Karton behalte, aber ich möchte ja demjenigen was Gutes tun, der hier mitmacht und gewinnt und vielleicht auch eine Freude daran hat, weil diese Boxen habe ich en masse und ich würde sagen, jetzt öffnen wir das gute Schätzchen mal. Und wer nicht möchte, also sich nicht spoilern lassen möchte, der scheidet jetzt bitte ab und am Ende des Videos sage ich euch, was ihr machen müsst. Und für alle anderen, das ist der erste Blick. Ich zeige es euch aber nochmal im Einzelnen, was ihr gewinnen könnt. Und zwar, ich habe ein Bräunungsmus habe ich reingetan. Wie gesagt, die Sachen, die ich euch in die Boxen tun, die sind ja von meinen geunboxten Boxen Dinge, die ich entweder doppelt, dreifach, fünffach habe oder ich einfach nicht verwende. Wie gesagt, die sind nicht schlecht, die sind auch nicht geöffnet oder probiert. Ich habe es nie probiert. Deswegen braucht ihr auch da keine Angst haben, dass zum Beispiel, wenn auf der Rückseite steht, 6 Monate nach Öffnen, dass es dann schlecht ist. Die Sachen, die ich an euch verlose, die habe ich auf gar keinen Fall geöffnet oder geswatcht oder wie auch immer. Also wie gesagt, Reinigungsmus ist Produkt Nummer 1. Nummer 2 ist, und zwar, das ist im Endeffekt ein Primer, ein Glow Elixier. Das hatte ich schon mal gehabt, fand es auch recht gut. Bei mir war es ein bisschen klebrig, deswegen war es jetzt nicht ganz so meins, aber ich finde es eine sehr schöne Sache und auch das mit dieser Pipettengeschichte finde ich sehr gut. Und die Sachen haben diesmal wirklich einen Wert. Und aber ich möchte euch heute einfach eine Freude machen. So, dann habe ich 2 Masken. Und zwar einmal von Biore. Das ist so eine Bubble-Maske, die machst du drauf, die schäumt ein bisschen auf und dann spürst du sie ab. Und von Balea eine Tuchmaske, Früchteglück. Genau, die 2 Masken habe ich mit Nighttime. Dann habe ich einen Eyeliner von 3ina reingetan. Ihr wisst, ich bin nicht so der Eyeliner-Fan und habe mich dann doch dagegen entschieden. Dann habe ich einen Nagellack reingetan, den ich optisch sehr schön finde, aber ich brauche das echt alles nicht. Von Barbour, dieses schöne Rot. Das ist eine Farbe, die geht meiner Meinung nach immer. Und das letzte Produkt, und zwar von Truffle Cosmetics, diese Pralinenpalette. Hatte ich auch schon mal. Ist aber aufgrund der Größe nicht bei mir geblieben, sind aber sehr schöne Farben. Sicherlich vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich mache es euch mal auf, dass ihr auch wisst, was ihr da bekommt. Aber grundsätzlich einfach eine schöne Palette. Ich finde, das ist eine Alltagspalette. Wie gesagt, zur Not kann man die Dinge ja auch weiter verschenken. Das ist ja nicht so, wenn ihr das bekommt, dass ihr dann sagt, das muss jetzt bei mir bleiben. Genau, das sind jetzt die Sachen, die ihr gewinnen könnt. Genau, diese Palette. Und wir nehmen einfach als Hashtag 300 Abonnenten. Genau, das könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr machen? Den Hashtag reinmachen. Also bitte auch den richtigen Hashtag, sonst findet das Programm nämlich nicht die Gewinner, weil wenn dann ein anderer Hashtag drin ist, dann findet der das nicht. Also Hashtag 300 Abonnenten. Ihr müsst mir bitte ein Herz bzw. einen lieben Kommentar da lassen. Und ihr sollt auch Abonnent meines Kanals sein. Was ich persönlich immer ein bisschen schade finde, und das möchte ich auch gerne hier nochmal ansprechen, da wird auch der eine oder andere vielleicht ein bisschen zickig innerlich reagieren. Ich finde es schade, wenn jemand einfach nur bei den Gewinnspielen mitmacht und, sage jetzt mal, sich dann immer entabonniert. Da wird, wie gesagt, der ein oder andere jetzt ein bisschen blöd aus der Wäsche schauen, das muss ich jetzt mal sagen, aber ich finde das ungerechtfertigt gegenüber meinen wirklichen Abonnenten, die immer mitmachen, die immer kommentieren und die mich einfach auf meinen oder auf unseren Weg begleiten. So, jetzt habt ihr erstmal eine Abreibung gekriegt, aber das ist ja wurscht, ich freue mich trotzdem über jeden Kommentar, über jeden, der mitmacht. So, das wollte ich nur noch mal loswerden und wir lassen das Gewinnspiel vielleicht bis Ende Januar einfach laufen, beziehungsweise die Verlosung. Alles andere, was da im Hintergrund läuft, das ist ab 18 und pipapo, das schreibe ich euch alles in die Infobox. Ich wünsche viel Glück an alle, die mitmachen und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das könnt ihr mir gar nicht glauben, weil das war mein Wunsch und ihr habt mir den sozusagen
bereitet oder erfüllt. Und demzufolge gibt es auch eine größere Verlosung. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach am Donnerstag wieder. Bleibt gesund und liebe Grüße, eure Heike.